In dieser Folge sind wir in Afrika am Tun und Machen. Wir checken mal ab. So sieht's aus. Alles, was Rotes dagegen, führen wir Krieg. Tatsächlicherweise sind sie militärisch ganz gut ausgestattet. Jetzt nicht übermäßig stark, aber doch stark genug, um ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Deswegen haben wir hier eine kleine Armee, die legt mal hier los. Sehr schön. Hier haben wir eine kleine, die legt hier los. Und da oben kommen 36.000 zu Hilfe. Müsste eigentlich alles ganz gut klappen. Ich lasse die Zeit mal laufen. Hier in Marihan können sie sich gleich aufteilen. Ansonsten so das Übliche. Es kommen so ein paar Rebellen zum Vorschein. Es gibt ja auch genug zu tun. Aber ist ja eigentlich alles ganz okay. So, dann nehmen wir hier mal eine Zweiertruppe. Eine gut ausgestattete. Die bleibt da mal stehen. Und die 17.000 können dann mal weiter. Die füllen sich auf, machen die 19 platt. Das sieht sehr gut aus und wir erobern und belagern hier natürlich alles zurück, logischerweise. Also, Afrika, Marihan und Sana, so heißen die guten Jungs. Da checken wir mal ab, was jetzt kommt. Wir gehen mal drauf und dann mache ich daraus eine pure Zweier-Truppen-Belagerungsarmee. Und hier ein bisschen vorsichtiger, das ist ein bisschen eine kleine Armee, warten wir ab, bis da die 36.000 zu Hilfe kommen. Wir könnten uns tatsächlich auch hier Grenzland zum Mamelukenreich schnappen, aber ich glaube, ja, eher hier unten Provinzen ist besser, dann kommen wir, ja, dass wir das hier alles schön verbunden haben. Da müssen wir schauen, wie viel man nehmen kann und was am sinnvollsten ist. Okay, Moment. Jawohl. Hier belagert, da bin ich immer ganz froh. Und dann kommen einmal da drauf. Genau. Und wir haben ganz viel gekort. Boah, wir haben, ja, jetzt ist eigentlich wieder fast alles gekort. Damit ist auch die Zeit des Elends und der Überdehnung vorbei. Der Rest wird auch gleich gekort. Super sieht das aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Da könnten wir gleich, ja, neue Provinzen schnappen, um noch mehr zu koren. Also, ich mache jetzt einfach ganz strikte, stupide Zweierarmeen, ohne großartig da, ja, nachzudenken. Die sollen hier einmal alles belagern, was geht. Und dann ist das auch schon der erste Friedenskandidat. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Kriegsstand, mit der Kriegsdauer aussieht. Aber ist ja jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, jedenfalls für mich. Ich meine, versuchen hier ein bisschen was Schickes rauszuholen, aber ich bin da jetzt nicht so, ja, ich muss unbedingt, keine Ahnung, noch die Kriegsdauer abwarten. Jedenfalls nicht hier unten, warte mal. Da können wir die mal halbieren. Da können die noch da hoch. 2,9 bleiben stehen. Sehr schön, so eine kleine Spinne, die sich da immer nach vorne bewegt. Genauso wie hier. Hier behalten wir die ein bisschen zurückhaltender. Hier auch, also ich muss da schon optisch gut drauf schauen, dass es hier klappt. Okay. Hier natürlich alles zurückbelagern, ist klar. Kennt ihr ja schon zugute. Und der Kriegsstand müsste sich auch ändern. Der müsste jetzt positiv werden. Ich meine, jetzt schlagen wir ja auch mal zurück. Bis jetzt sind wir nur von A nach B gelaufen. Und wir machen Minus. Das heißt, es wird nichts Neues bekehrt. Und Großbritannien ist doch bald wieder dran. 29 mit Louisiana. Die sind jetzt wirklich automatisch. Und Tunesien. Jawohl. Und damit ist dann Louisiana, mit dem wir ewig lang Frieden haben, nochmal ein Stück kleiner. Und Tunesien hoffentlich auch. Wir haben da jetzt keine Armee. Aber Tunesien hoffentlich auch. Autsch. Bald gibt es kein Kastilien mehr. Die einen Jungs hier drehen ja völlig durch. Ich würde Kastilien eigentlich gern helfen. Ich wollte das, ja, dann geben wir Kastilien hier marokkanische Provinzen. Aber ich würde denen eigentlich gern helfen. Moment, Moment, Moment. Okay, jetzt natürlich hier aufpassen. Alle Truppen ganz vorsichtig und delikat zusammenführen. Ich möchte hier keine Verluste erleben gegen die 16.000. Ich möchte die 16.000 mit den 36 arbeiten. Aber ich möchte hier keine Verluste. Sieht doch ganz gut aus, so würde ich sagen.
Ich hau hier mal den Gewaltmarsch auch wieder raus. Und dann warten wir mal kurz ab. So, die 16.000 sind hier. Boah, fast wäre ich mit all den Leuten... Nee, das kann ich nicht bringen. Dass sie da alle sich hier aufopfern. Die gehen jetzt alle hier drauf. Also es wäre fast schief gegangen. Aber wir sind ja da und denken fleißig nach, was abgeht. So, hier ist... Was ist bis was? Bis hier. Und hier rüber. Schön sieht das aus. Sehr schön sieht das aus. Sehr, sehr schön. Die 36 gehen hier runter. Okay, jetzt ist es ein bisschen Friemelarbeit, ein bisschen Taktik, Technik. Aber das müsste gut hinhauen. Ich sehe eigentlich... Ja, überhaupt gar keinen Grund, warum es nicht hinhauen sollte. Gibt es hier irgendwo eine Armee, die... so ein bisschen infanteriemäßiger ist, die hier noch... dann können die mal... hier rüber und ein bisschen was erforschen, erkunden. Hier ist ja bestimmt jetzt nicht so was Geheimes, aber trotzdem. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen, okay. Dann könnt ihr mal alle auf die Hauptstadt, die gehen darüber und die zwei gehen auch auf die Hauptstadt. Und die 36 kommen. Und ist hier ein General dabei? Irgendwo? Ja, der da. Und wo ist der? Bei wem? Da oben ist der General. Ich will jetzt hier einen Zwei-Sterne-General. Und es ist keiner frei. Und dann sind wir jetzt mal auf der Suche nach dem Zwei-Sterne-General, den ich nicht sehen kann. Wo ist der denn? Ist der... Ach, der ist hier unten. Sehr interessant. Tatsächlicherweise hau ich den gleich da oben rein. Den brauchen wir hier unten nicht. Also ich brauche ihn da unten nicht, auf keinen Fall. Also momentan sieht es so aus, als bräuchten wir ihn da unten nicht. Genau, dann hole ich den hier rüber. Der muss aber hier hinten am Horn von Afrika was belagern, damit er frei ist. Und dann hole ich den rüber. Und korrungsmäßig sieht ja alles wieder wunderbar aus. Also, wir brauchen mehr 2- bis 3-Sterne-Generäle und haben viele 1-Sterne-Generäle. Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir unseren 3-Sterne-General hatten, da sah die Welt noch anders aus. Und die Schlachten, aber momentan... Momentan sieht es so aus, wie es ist. Aber hier ein 2-Sterne-General brauche ich auf jeden Fall. Da bin ich mir schon so sicher, das gibt's gar nicht. Dann könnten wir wahrscheinlich auch einmal... ja, uns der militärischen Konfrontation stellen. Und dann sind wir hier mit 2 Ländern wieder im Frieden. Das wäre natürlich hier der beste Ausgang. 0% minus 1%. Schaut euch die Prozente an, wie sie sich hier ändern. Sehr schön. Also wie ich finde, wunderbar, 3%, 0%. Entwickelt sich in eine gute Richtung. Jetzt, wie lange brauchen die da noch? Die brauchen schon noch eine Weile. Aber diese, ja, fleißig unterwegs sind sie schon, eine Weile brauchen sie noch. Ich habe eben keine Lust auf militärische Konfrontation in Unterzahl. Das könnten wir uns wirklich ersparen. So, da sind wir jetzt bei 14%. Die kommen da an. Ich füge die mal zusammen, die Jungs. Da kommt jetzt wahrscheinlich ja noch mehr an. Boah, ich weiß nicht. Ich hätte euch vielleicht Gewaltmarsch geben sollen, Jungs. Aber, wie sieht es hier aus? Hat der es langsam geschafft? Ja. 2/3, den ziehen wir ab. Und verfrachten den hier hin. Und da kommen 21.000 Imeran-Leute angeritten. Ja, um natürlich hier das, was wir hier eigentlich losgetreten haben, ein bisschen zu schmälern. Ist klar, wundert mich nicht. Auf jeden Fall.
So, okay, Moment, ganz klar. Okay, hier ist okay. So, dann muss ich jetzt mal ganz genau schauen. Wer hier was zu tun kriegt und warum, genau. Okay, sehr schön. Sehr schön, okay. 14%. Sieht auch gut aus. 36 kommen darunter. Ich warte eigentlich nur auf den General hier. Hoffentlich ist das keine schlechte Entscheidung, den rüber zu verschiffen. Jetzt ist es endlich soweit. So, dann jetzt kann der General tatsächlich hierhin. So, jetzt sind wir da ein bisschen für 2 Sterne besser für eine Konfrontation gewappnet. Ich würde sogar den hier gerne nehmen. Der hier draufhaut, ich glaube, der ist noch ein bisschen besser, aber egal. Ja, obwohl, ich überlege noch. Ihr bekommt jetzt einen 1-Sterne-General, der hier frei ist. Geht natürlich da hoch. Und was jetzt? Der 2-Sterne-General, den von hier kann ich sowieso nicht verfrachten. Der haut hier jetzt einmal drauf, das wird alles hier noch dauern. Die 19.000, dann 14, dann 12. Sieht alles eigentlich ganz gut aus. Geht in eine Richtung, in der es mir gefällt. Ja, die Unruhen sind ja eh komplett weg. Jetzt hier. Ja, okay, die Korruption ist noch ein bisschen da, aber nicht mehr so stark. So, 14%, okay. Genau. Ein bisschen geschaut, ob ihr auch alles hast. Genau, 14%. Das müsste eigentlich gleich erledigt sein. 21%. Hier in Asien kriegen wir auch alles gebacken. Das sieht gut aus. 10.000 Dukaten stehen übrigens immer noch. Obwohl wir ordentlich im Minus wirtschaften, halten die sich meiner Meinung nach ganz gut. So, da sind wir bei 0%. Ganz bescheidene 0%. Aber es geht nicht voran. Es startet aber mit 0%, weil der General belagern kann. Ja, wow, krass. Hatte ich nicht auf den Schirm, dass ich einen Belagerungsgeneral übrig habe. Wirklich nicht. So, jetzt ist da genug angekommen. Ihr könnt euch zusammenfügen. Holen wir uns hier die Hauptstadt. Die restlichen holen sich hier den Rest. Dann ist Marihan fertig. Und Sanaa ist next unterwegs, genau. Die 36.000 kommen an, ouch. Da sind 16 unter 31.000. Also ich muss sagen, was muss ich sagen? Stark, was hier aufmarschiert. Ich glaube, hier marschiert einmal komplett alles auf. Wir könnten eine von beiden Armeen sneaky kaputt machen und dann die andere sneaky kaputt machen. Also militärtaktisch. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ansonsten habe ich Angst, dass von hier irgendwas anderes kommt und noch hilft. Aber, ja, oder wir holen uns einfach hier die Hauptstadt und dann passt es auch. Und machen hier ein bisschen einen schnelleren Frieden. Moment, rein aus Interesse 17%. Ja, 17% ist nichts. Kurz vor dem kalten Frieden sind wir. Und hier unten, rein aus Interesse 44. Schon ein bisschen besser. Genau, schon ein bisschen besser. Genau, sehr schön. Einmal zusammenfügen. Oh, jetzt haben die sich auch zusammengefügt. Aber nicht richtig. Das sind immer noch 2 einzelne Armeen. Also ich würde mal sagen, hervorragend ist gut. Regen bringt Guinea Fruchtbarkeit, danke. Das ist gut, jetzt hier die 42%. Okay, wir haben jetzt wieder ganz viel gekort. Jetzt sind wir wirklich fast schon auf Null, was das Korn betrifft. Moment. Ja, 28, Überdehnung. Das eine kommt jetzt noch rein, dann sind wir... Ja, das ist vernachlässigbar. Das haben wir gut hinbekommen. Genau. Imerina kommt nicht zu Hilfe. Sie entscheiden sich hier unten für weiter belagern. Ich habe gedacht, die kommen hier zu Hilfe, kommen sie nicht.
Und hier sind wir, glaube ich, auch schon gleich gut ausgestattet. Jetzt können wir uns da eine von beiden Armeen hoffentlich raussuchen. Und belagern. Und dann sehe ich in dieser Folge hoffentlich ein, zwei gute Frieden, die wir schließen könnten. Genau, die kommen da jetzt noch an. Ja, die belagern da unten weiter, ist ja alles ganz putzig. Aber ist jetzt nicht so der Rede wert. 14% gehen da alle vor, dann bleiben die mal bitte stehen. 14% hier in der Hauptstadt. Österreichisch-Kaskadien. Eine Überseeprovinz. Die neue Nation ist unabhängiger Besitz ihres Mutterlandes, kann sich aber im Fall schlechter Verwaltung in ferner Zukunft losreißen. Sehr schön. Herzlich willkommen, Österreichisch-Kaskadien. Kaskadien, genau. Schön, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich das Alaska-Pendant. Mit Österreichisch-Kanada, Neu-Mexiko, Neu-Österreich, Kalifornien, Kolumbien, Brasilien, Peru, Österreichisch-La Plata und was es sonst noch alles gibt, sehr zufrieden bin ich. Nochmal eine kleine Nation, da bilden sie eine 10.000er Einheit oder sowas und machen Alaska und Louisiana nochmal ein bisschen Stress. Sehr schön, dass wir die haben. Wunder, also ich freue mich da richtig drüber. Das, ja, könnt ihr mir glauben, dass ich mich mega freue. Jetzt können die da mal dazu. Moment, okay, zeig mal her. Jawohl, und hier. Jawohl, ja, die erobern da zurück. So, jetzt gehen die 36.000 da drauf. Ich hoffe, der gute General übernimmt. Juli. Oh, in Alaska gibt es Bauern, die Stress schieben. Ist ja auch eigentlich ganz interessant. Also. Sieht doch ganz gut aus. Übrigens, Großbritannien ist bald wieder dran. So, ich füge sie jetzt zusammen. Genau, sie haben den 2-Sterne-General. Jetzt haben wir einen 1-Sterne-General übrig. Den schicke ich hier nach oben. Und der kann drillen. Das passt. Und der kann auch belagern. Aber der kann jetzt erstmal drillen. Großbritannien ist ja fällig. Ich meine, bald 31.000, 15.000, also einmal noch Söldner. Die hole ich einmal noch raus. Wir überrennen die ein bisschen und dann hat sich die Sache hier meiner Meinung nach auch gegessen. Wir schnappen uns die Provinz. Wir schnappen uns hier noch die seitlichen Provinzen. Und dann ist auch gut, vielleicht geben wir hier oben was zu Schottland. Wer weiß? Ich weiß es noch nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine Option. Doch, die 21.000 kommen zu Hilfe. Alles klar. Hier lasse ich die Kanonen knallen. Die sind zu schwach, um es mit den 21.000 da aufzunehmen. Das heißt, ich brauche jetzt hier eine schnelle Belagerung. Eine brandschnelle Belagerung. Damit es hier einmal schnell abgeht. Und damit wir da separat Frieden... Oh, mit den Jungs, wie heißen die denn? Marihan schließen können. Die sind, glaube ich, auch hier unterwegs. Oder ne, Malindi hier, A23. Damit wir hier separat Frieden schließen können, ohne dass wir hier mit Imerina ja, Stress kriegen. Okay, warte, zeig mal. Okay. Was geht wohin? Alles klar, dann darüber. Dann, ja, das kriegen wir gut hin. Es hängt meiner Meinung nach alles hier von der Hauptstadt ab. Die muss fallen. Wäre geil, wenn sie jetzt fällt. Macht sie natürlich nicht. Natürlich macht sie das nicht. Ah, die Hauptstadt ist ja auch nicht ready. 49% und ich hätte die fast hier wegbewegt. Oh, verrückt. Man muss wirklich aufpassen, was man macht. 49% und die geben hier Vollgas. Ja, die sind hier unterwegs. Also jetzt ist es eine 50-50 Chance oder wir haben hier unten ein Fail. Und ich hätte eigentlich liebend gern kein Fail. Oh nein. Also wir brauchen hier die Hauptstadt. Wir brauchen hier die Hauptstadt, sonst... Alles klar, sie greifen nicht an. Ich glaube, die gehen hier hoch. Interessant. Wirklich sehr interessant. Ja, wie gesagt, die Truppen
Stärke hier in Afrika ist stark. Also muss ich so sagen, war ich jetzt nicht so drauf getrimmt, dass wir so heftige Attacken da parieren müssen. Oder so heftige, ja, Mannschaftstruppenzahlen. Wie sieht es hier aus? 3562, 22 Provinzen sind gefördert. Ich hoffe, es werden noch mehr. Aber es dauert natürlich alles, ist klar. 31%. Hier in Großbritannien müsste es doch gut sein, oder? Es ist doch in Großbritannien aufgeploppt, ja. 47, 93. Und ich glaube, hier die Kosten, hier ob der Enz, 75 Dukaten, genau das sparen wir uns dann. Also es ist wirklich sehr spannend. So viel kann ich sagen, hier ist es spannend und hier sowieso. Für mich sehr, sehr spannend. Barbaren, 75 Verwüstung, totale Katastrophe. Ja. Okay. Dann können die mal da hoch. Die erobern hier einmal den Rest. Okay, das hat geklappt. Dann gehen wir hier mal weiter weg. Und schauen mal nach einem Separatfrieden. Frieden verhandeln. Was ist gut, was ist schlecht? Naja, weiß ich gar nicht. Hat Jemen eine Schutzmacht? Nein. Also wäre zum Beispiel hier mit Jemen eine Angrenzung legitim. Und tatsächlich finde ich es eigentlich auch hier ganz cool. Und schon ist ready, fertig. Die sollen sich auch hier ein bisschen ausdehnen können, die Marihan-Jungs oder wer auch immer sich hier ausdehnen will. Und eigentlich wollte ich hier von Malindi ein bisschen was und hier in der Verbindung. Ganz schwierig. Ganz schwierig. 85% ist noch nicht ready. Warten wir mal kurz, bis die 3-4 Provinzen da geschnappt werden. 71%. Auch irgendwie Pech. Und dann sehen wir weiter. Und hier machen wir so eine kleine Runde, so ein belagern. Genau. Sehr schön. Also, gekort. Okay, ich weiß genau, wo die hingehen. Was mir natürlich gar nicht passt. Also wirklich nicht. Die wollen hier mithelfen. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind da jetzt in Sanaa und geben uns hier Liebe und Effizienz rein. Und dann kommen die und spucken uns in die Suppe oder sowas. Da hätte ich übelst keinen Bock drauf. Okay, okay. Wir fügen hier zusammen, was man noch zusammenfügen kann. Und dann sieht es gut aus. Okay, wir können uns natürlich auch überlegen, mit wem ist das Imerina? Mit wer ist Imerina? Ja, nee, mit Imerina können wir kein Endfrieden schließen. 99% ist drin. Wow, das sieht doch gut aus. Ja, das ist alles so auch so schwierig für mich. Es ist so schwierig. Vielleicht können wir ja hier mit Mamelucken eine Mamelucken-Anknüpfung wäre gut, aber vielleicht können wir uns hier unten was schnappen und uns hier, ja doch, hier unten. Dann warte, dann machen wir das so. Ich habe es mir überlegt. Okay, wir sind kurz davor, so einen Frieden schließen zu können. Die gehen noch da drauf, die gehen da drauf. Warten wir kurz ab, fügen die zusammen und machen so einen Frieden. Hätte ich gerne das hier. Und hier würde ich gerne hier unten was schnappen, und um an Jemen anzugrenzen. Oder hier oben zwei, nee, hier unten, damit auch eben die Truppe von hier, von Österreich, Südafrika, hier mal aushelfen kann, falls was ist. Die Truppe ist nämlich safer Bestandteil. Also wir könnten die 17.000 hier platthauen. Wo gehen die denn hin? Wir könnten sie sogar hier angreifen, am 20. Die hier könnten zu Hilfe kommen. Das ist alles so kritisch. Ich glaube, ich mach's. Ich versuch's. Okay, okay. Ich glaube, ich versuch's. Da versuchen wir jetzt eine kleine Konfrontation mit den eindeutig Schwächeren, ist ja klar.
So, alle einmal hier gleich zusammenfügen. Und wie schaut's aus? Ja, da warten wir jetzt die bisschen das Kriegsdauer ab. Die Kriegsdauer, und die kommen jetzt alle gleich mal noch hier zu Hilfe. Die hauen hier jetzt einmal drauf. Die geben die 17.000 sogar auf. Sie gehen sogar weiter weg. Sehr schön, dann haben wir die 17.000 hier einmal aufgegriffen und platt gehauen. Das ist schon mal gut. Das ist sogar sehr gut. Wir sind sogar die Verteidigungsarmee, wie witzig. Weil wir hier schneller ankamen. 30% Kriegsgesamtstand. Hier hauen wir mal rein. Moment, genau. Hauen wir mal rein. Ja, da warten wir noch. Nein, wir warten noch, bis wir hier. Die Institutionen fördern alles schön langsam und der Reihe nach. Wobei wir eigentlich mit den ganzen Jungs uns weiter vorne positionieren könnten. Und die 2,4 da reichen eigentlich aus. Die kommen da angeritten. Und die sind platt. Auf jeden Fall, ja, keine Chance. Und die sind tutto completo platt. Warte mal. Wir können auch hier jetzt eins hoch, da nochmal ein bisschen was platt machen. Da sind die 21.000 hier, gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Aber das müsste gut hinhauen. So, jetzt ein Frieden will ich die Folge haben. Wo ist das denn? Oh, wie witzig. Ja, brasilianische Nationalisten, nicht schlimm, warte mal. Alles klar, wir haben hier nochmal 21.000. Und hier haben wir nochmal die. Die können jetzt mal hier zurückbelagern, die können mal das zurückbelagern. Und hier würde ich jetzt gerne Frieden schließen. Da machen wir die eine Truppe kaputt oder sowas. Ist wirklich nichts Großartiges. Wie sieht der separate 17%? Ja, sieht nicht so gut aus. Der separate Frieden hier. Okay, hier haben wir alles. Und 2 Punkte vom Wunschfrieden entfernt. Wir gehen mal hier runter. Vielleicht sogar hier auf den Tower. Weiß nicht. Ich würde mal sagen, erstmal hier runter. Und schauen mal, ob wir da ein bisschen helfen können. Hier hauen wir was platt. Die rekrutieren hier jetzt fleißig. Und gehen die weg? Die 31.000. Die gehen ins Mamelukenreich. Sehr interessant. Eigentlich wäre jetzt hier mein Instinkt hier zu belagern. Aber ich bin momentan im Friedensmode für hier. Also 2 Punkte Kriegsdauer weg und dann ist das hier eigentlich geklärt. Die gehen hier hin. Und dann können wir eigentlich tatsächlich auch die eine Provinz hier belagern. Ich traue mich aber gar nicht, die Jungs so sehr aufzusplitten. Ja, das mit den Unruhen ist, glaube ich, auch schon so gut wie Geschichte. Wir haben keine mehr. Hier wird fleißig gedrillt. Jawohl, damit wir Kraft und Energie für den Briten haben. 29. Wir sind ja gerade 27. Und wie ich es jetzt hier am besten hinkriege, weiß ich gar nicht. Ein kleiner Belagerungszug, der so ein bisschen ausschreitet vielleicht. So minimal. Natürlich, klar, maximal wäre besser, aber so minimal. Und hier schauen wir jetzt von Monat zu Monat einfach, bis sie das hier reinhauen. Bis das hier genehmigt ist, bis sie sagen, jo, so können wir leben. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht einfach die 31.000 da oben anzugreifen. Aber ich bin auch interessiert, wo die hingehen. Okay, die laufen hier nur blöd von A nach B. Also die machen da nichts Gescheites. So, 1. November. 141 zu 142. Die kommen jetzt da an. Die Imerini-Truppen oder was auch immer das war, diese Imerina, die sehe ich momentan leider nicht. Keine Ahnung, wo die sind.
Die müssten hier irgendwo sein. Wäre cool, wenn die ins österreichische Kernland nach Europa gehen. Würde ich feiern, aber ja, gehe ich mal nicht von aus, dass das passiert. Wunschdenken. Also. Dann Institutionen. Ja, dauert. Soll's dauern. Technologie erst, wenn die Institutionen durch sind, ist klar. Idee, nein, danke, erstmal nicht. Okay. Österreichisch Südafrika ist fast ganz besetzt. Auch eigentlich eine ganz interessante Sache. Aber am meisten jucken mich die hier, wo die hingehen. Naja, wir sind hier schon in Überzahl. Ich gehe mal da hoch. Wir könnten den 31.000 hier eigentlich ordentlich eins reinhauen. Wie ist denn hier denn ihre Technik, denn ihre Militärtechnik? 25 und unsere ist 24 schlechter. Und es sieht jetzt nicht so aus, als würden wir die verbessern. Ja. Kap der guten Hoffnung, ja. Ich weiß schon Bescheid, also. Aber wir sind schon deutlich in Überzahl eigentlich. Ja, belagern wir jetzt ein bisschen an und schauen dann mal weiter. Wir können auch ohne Konfrontation über pure Belagerung hier eigentlich was Gutes rausholen. Sagt keiner, dass das unmöglich ist. Und das machen wir auch. Also wir sind schon bei 26%. Es geht nach oben. Und im Fall der Fälle machen wir hier einfach einen weißen Frieden und dann ist auch gut. Sind die Jungs raus. Meckert ja auch keiner rum. Natürlich, klar, immer, also weißer Frieden, ein bisschen was rausholen ist natürlich immer das Nonplusultra. So ein Maximalfrieden, aber dann ist das halt so. Okay. Wir können Tunesien den Krieg erklären und wir können hier den Frieden schließen. Ich muss mir mal Tunesien angucken. Tunesien, Mamelucke, Großbritannien, Marokko. Weiß Bescheid. Dann machen wir Tunesien noch ein bisschen kleiner über Großbritannien und Kastilien. Autsch. Die sind wirklich völlig kaputt. Also, wenn die Kastilien erobern, zwinge ich die Jungs, Kastilien freizulassen, außer die Jungs sind so stark, dass sie es hier mit Marokko aufnehmen könnten. Je nach Bündnisposition ich will hier was Starkes unten haben, das ist der Punkt. Und ich muss dann schauen, wer es ist. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Also den Frieden machen wir noch, Moment. Vielleicht können die hier noch weg. 15. Dezember, dann machen wir den Frieden noch und dann schauen wir weiter. Oh, da sind die Jungs. Wo gehen die denn hin? Die sind einfach vorbeigelaufen. Wo gehen die hin? Nein, sie gehen ins österreichische Festland. Ich spür's. Was natürlich, also für mich ist das feiernswürdig. Das ist so cool, das gibt's gar nicht. Also wenn sie hier noch eins höher gehen, dann gehen die wirklich hin, was mega wäre. Also ich würde das so feiern, das glaubt ihr gar nicht. Dann ist Sanaa abgehakt und die Jungs hier auch abgehakt. Und dann können wir uns tatsächlich hier ein bisschen südlicher um den Rest kümmern. Die kommen mal wieder hier hin, ja, die 20.000. Und die kommen da auch gleich rüber. Am 15. war das genau. Wir schauen natürlich immer. Und hier müsste auch gleich wieder
ordentlich was hochkommen. Aber die 23 sind zum Beispiel dann schon mal weg. Also gegen die müssen wir dann uns nicht mehr sorgen. Navarro, ja. Und die restlichen noch am 25. Sieht doch gut aus. Wir können uns vielleicht sogar eine Dukate... Nein, können wir nicht. Jo, dann eben keine Dukate nehmen. So, wir haben ein paar Kulturen geändert. Sehr schön. Das gibt uns natürlich auch Stabilität. Kennt ihr ja, wenn die Kultur ein und dieselbe ist, dann gibt es natürlich keine Spannungen, dass sich eine Kultur, die sich nicht österreichisch fühlt, zu einem anderen Staat abspaltet. Wie zum Beispiel, warte mal, wo ist denn das hier mit den Kulturen? Gibt ja eine Menge. Und die Jungs hier hinten, die Asiatischen zum Beispiel, können sagen, hey, wir können unseren eigenen Staat gründen. Wir fühlen uns nicht so österreichisch, obwohl wir Österreich sind. Wie verrückt ist das denn? Was ja natürlich sehr verrückt ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Tatsächlich Jackpot. Die Jungs gehen hier nach oben. Jackpot hoch 10 finde ich sehr gut. Dann sind die 21.000 als mögliche Gegner tatsächlich abgehakt. Dann müssen die noch rüber, 25. Dezember. Dann machen, damit sie hier keine schwarze Flagge kriegen. Dann machen wir hier einmal. Läuft. Weißt du, dann warte ich noch die 3 Tage ab. Da mache ich es halt 1728. Vielleicht können wir uns da wirklich eine Dukate schnappen. Auf eine Dukate bin ich jetzt nicht so scharf, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, alle auf den Tower, ist klar. Damit wir mit den Jungs hier schneller vorankommen. Die Hauptstadt haben wir auch. Und jetzt noch 1728, dann hauen wir das rein und dann passt es, würde ich sagen. Frieden verhandeln, eine Dukate. Jetzt geht die eine Dukate, seht ihr. 18 Dukaten, die Provinzen. Forderung senden, der Frieden mit Marihan ist ready, schließen wohl an. Wird natürlich alles zur Kernprovinz hinzugefügt. Alles, was geht, logischerweise. Die Überdehnung ist minimal. Österreichisch. Abessinien. Sehr schön. Dann machen wir das hier fertig. Dann holen wir uns hier was. Und natürlich hier weiter. Dann haben wir in Afrika gut expandiert. Die Jungs möchte ich betonen. Österreichisch. Was war das? Kaskadien. Auch ganz interessant. Ich sag mal österreichisch Alaska. Finde ich eigentlich einen passenderen Namen. Interessant ist auch, was für mich, was hier in Großbritannien abgehen wird. Und interessant ist für mich, was hier in Kastilien abgeht. Frieden erzwingen? Kann ich. Kann ich bei denen hier Frieden erzwingen? Kann ich auch. Aber nicht so stark. Die Furcht von uns ist nicht so hoch, jo. Was soll's. Aber ich brauche hier einen starken Player, der gegen Marokko den Ton angibt. Auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenigstens haben wir hier am Horn von Afrika ein bisschen was geholt. Und in Sana'a, ja, das ist ja auch eine gute Nachricht, dass die Jungs von dannen ziehen. Und bis zur nächsten Folge EU4. Dankeschön, macht's gut und ciao.